Also das ist bisher das Einzige, was ich so postgame noch gefunden habe, was neu ist. Was war noch? Ach ja. Ich habe festgestellt, dass es ein Hotel gibt, in dem wir noch nicht waren. Warum? Ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber wir waren in diesem Hotel drin, wo das Game Freak drin war. Hast du den Fangpin, Mich? Ich hab den Fangpin. Den Fangpin kriegst du ja. Oh, ich meine auch gar nicht mehr. Lass mal gucken, ob wir irgendwas Neues haben. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr Pokémon hab. Den Fangpin bekommst du ja hier hinten von diesem netten Herrn. Ja, und das ist quasi auch, wo du den Schillerpin quasi kriegst, sobald du wieder den Pokédex voll hast. Ist zumindest das, was ich vermute. Und habe ich den anderen Pin schon geholt? Das ist von dir, ne? Speichern. Ich glaube, dich habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Ja, richtig. Der hier ist vorher so, hey, wenn du der Champ bist, komm doch mal vorbei. Der Morimoto. Mit seinem starken Team. Das sind übrigens Doppelkämpfe. Warum? Ich weiß es nicht. Giga Dynamax in dem Hotel, wo es keine Energie gibt übrigens. Logik brauchen wir nicht. Mach mal eben dich weg. Hast du irgendwas gegen Gorgason? Nicht? Könnten wir surfen. Na schon, surf mal eine Runde. Fühlt mich damit zwar fast selber, aber. Oh Gott, der Sound von fucking Hyperstrahl. Holy moly. Oh, ich hab mein Liberlo nicht wiederbelebt. Was war das? Ach so, mein Angriff sinkt und er ist halt sich. Okay. Das hört sich doch an wie früher, oder? Das war nämlich auch das, was ich mir dachte. Ich dachte mir so, irgendwoher kennst du das? Piu piu. Also halt nicht mehr so ganz 8-Bit, aber immer noch relativ lustig. Oh, Spukball, die längste Animation im Spiel. Oh nein, er hat mich getötet. Was soll ich nur tun? Oh, hallo Relaxo. Ja, die sind halt beide super. Nee, links ist super anfällig für links. Knirschen wir? Knirschen. Knirsch, knirsch. Und du machst nochmal hier ein bisschen Sniper-Action. Ich liebe die Animation. Die ist so richtig cool gemacht. Einfach, simpel, aber effektiv. Nice. Unheilskörper. Was? Beide Pokémon gewesen sind irgendwas. Ich habe den Text viel zu schnell, ich habe es nicht lesen können. Überreste. Yay! Abgesang. Was auch immer Abgesang ist. Hallo, Relaxo. Mehr hast du nicht mehr? Katapultra. Okay. Du kümmerst dich mal um Herrn Relaxo und du tauschst mal mit Galoppi.
Mal gucken, ob mein Galopper jetzt endlich mal Schaden macht. Ich habe gestern viel zu viel Zeit. Ach so, ja, klar, Dynamax noch eine Runde. Also ich habe gestern definitiv viel zu viel Zeit in EP und DV von Galopper investiert. Das ist nicht mehr feierlich. Und ich habe das Gefühl, Galopper ist auch so eine Glascannon. Fucking Giga Dynamax, ey. Ja, buff du dich mal. Ja, buff du dich auch, ist okay. Überreste, schön. Ich meine, das sind die letzten beiden seiner Pokémon, ne? Machen wir das und du machst mal den Riesen. Spuckball wird mich nicht töten. Nee, inzwischen bin ich ein bisschen tanken. Natürlich bist du paralysiert. Das eine Mal, wo ich gucken will, ob du inzwischen Schaden machst, ne? Das eine Mal. Düdüm, düdüm, düdüm. Und Fun Fact, diese lustigen Effekte mit hey, guck mal, ich überlebe jetzt Blödsinn, weil, ne? Ich will ja, dass meine Trainerin mich lieb hat. Hat übrigens nichts mit Zuneigung zu tun, lustigerweise. Das passiert, sobald man die EV voll gelevelt hat. Ja, das ist jetzt was ich nicht verstehe. Warum kann ich jetzt nicht einfach Libero einen Trank geben? Wahrscheinlich, weil die Runde noch nicht rum ist. Ach, natürlich hast du eine Top-Genesung für deinen Relaxo. Als ob ich was anderes erwartet hätte. Tschüss, Relaxo. Nehmen wir dich mal wieder rein, während wir unser ganzes Team mal wieder hochholen. Habe ich noch Top-Beleber? Ich glaube nicht. Ich kann ja keine kaufen. Bisschen nervtötend. Nee, ich habe Top-Elixier, brauche ich total. Dann beleben wir mal dich wieder. Was soll ich dich wieder beleben? Nee, wir machen das mal dich. So, und du? Ich glaube, Zauberschein macht sogar mehr, ne? Ja. Zeit für ein bisschen Damage. Du bist immer noch ein bisschen slow. Das ist ungefähr das, was ich erwartet habe. Es ist halt so weird. Ich bin nicht der Meinung, dass sich Pokémon Shield lohnt für das hier. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Weil du musst so viel Arbeit in dieses Pokémon stecken. Das ist absurd. Das ist absolut absurd. Top-Genesung einsetzen. Heilen wir uns erstmal dich. Obwohl du hast eh einen Fokusgurt, ne? Dann heilen wir eben Relax auch noch hoch. Ich meine, ich könnte auch immer noch Döner maximieren. Oh, das ist super. Wir nennen das ab sofort die Döner Maxima.
Die Dönermaximierung. Dein Ernst? Ja, Relaxo, das war nicht nett. Okay, ich glaube, wir sollten mal anfangen, Kram zu töten. Ich habe dich doch gerade erst geheilt. Wir müssen mal dieses Relaxo aus dem Weg schaffen. Geht auf beide. Okay, das ist natürlich interessant. Bitte töte es einfach. Der Kampf ist dezent nervig. Danke. Letzten Endes bin ich eben doch der stärkste und beste von allen, zumindest in meinen Träumen. Du hast dich actually ganz gut gewehrt und das ist auch ohne OP-Shirt. Menschenskinder bist vielleicht stark, das hätte ich mir eigentlich denken können. Für deinen Sieg über... Oh, was kriegen wir? Der Oval-Pin. Was macht der? Ein mysteriöser ovaler Glücksbringer, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Hort Eier zu finden. Wait, du kriegst jetzt noch schneller Eier? Okay. Lass uns das bald mal wiederholen. Ich kann das wiederholen? Interessant. Heute geht nichts mehr. Oh, okay, das kannst du quasi täglich machen. Interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Die Frage ist, bekommst du dann vielleicht andere Pins? Weil ich meine, ich gehe nur davon aus, dass du den Schillerpin durch den Pokédex kriegst. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, so war es halt in Let's Go. So, Fakt ist aber, es gibt einen Ort, den wir nicht gesehen haben in der ganzen Zeit und das ist dieses Ding hier. Weil das hier ist auch nochmal ein Hotel und ich war noch nie drin. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Na? Ich will mit deinem Typen reden, nicht mit dir. Attention, oh Pokémon hier. Ich warte hier auf jemanden. Mein FM hält mit seinen Ultraschallwellen nach Ausschau. Okay. Cool. Was ist mit euch? Hotels sind toll. Man muss sich weder um sauber machen noch um die Wäsche kümmern. Erinnere mich bitte nicht dran. Wir haben es geschafft, Tickets für die ersten drei im Stadion zu bekommen. Manchmal kriegt man zwar eine Attacke ab, okay, cool. Du kannst dir aussuchen, in welchen der beiden Häuser von Hotel Iona du mächtigen möchtest. Siehst du, du kannst halt nicht nächtigen, was mich so ein bisschen aneiert. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, die Tageszeit zu ändern. Gibst du mir danach, Tara? Ich warte auf meine Frau. Eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Ist längst nicht immer ratsam, alles beim Namen zu nennen. Kann es sein, dass deine Frau die ist, die drüben auf ihren Mann wartet? Im anderen Hotel? Nur so eine Idee. Nur so eine Idee. Was mit dir? Das ist ja liebevoll hier. Dieses Ultra... Weißt du... Es war mir immer ein Rätsel, wie man ein Pokémon Unratütox nennen kann. Das ist halt der Wahnsinn. Dieses Unratütox hilft beim Reinemachen aus. Aber anstelle von Trinkwelt freuen sie sich vielmehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Wir haben quasi Mülltüten als Putzfrauen. Okay, let's get out of here. Die werden mir zu laut. Gleich randalieren sie. Was ist das hier? Das bedeutet, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Hallo, Detective Conan. Na nur, wer bist du denn? Ich befinde mich gerade mitten
In meiner Schlussfolgerung, also störe mich nicht. Okay. Wer ist der Mörder? Bist du der Mörder? Die werden verdächtig, Kriminelle zu sein. Bist doch du, um dich verdächtigen zu lassen? Eigentlich nicht. Ich will einfach nur, dass er mich schnell gehen lässt. Wo ich mein Pokémon hin? Hi. Wer bist du? Ich sollte mich wohl zunächst einmal vorstellen. Gestatten, mein Name ist Heims, Meisterdetektiv. Ich wurde von Hotel angeheuert. Momentan bin ich der Spur eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Beeren gegessen, die in der Lobby auslagern. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe landet darunter, dass mich ständig jemand stört. So wie ich? Ich hab's, du da, Störenfried. Ich nenne dich hiermit zu meinem Assistenten. Was? Nimm die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Okay. Ich habe Ezreal Shane gespielt, ich bin perfekt dafür. Alles gut. Du hast auch Pech, in diese absurde Geschichte mit reingezogen zu werden, was? In der Lobby gab es eine riesige Menge Bären. Die hätte ich nie im Leben alle essen können. Der Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg an Bären gesehen, aber mein Arzt hat mir gesagt, ich soll mich mit den Bären zurückhalten. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was, die Bären? Ich habe sie nicht gegessen. Aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Ich weiß, wer die Bären gefressen hat. Wo warst du denn? Ich habe den Fall gelöst. Um seinem Hund herum klebt eine große Menge Bärensaft. Nachdem ich alle Aussagen gehört habe, kenne ich nur den Schuldigen. Warum die Tänzerin? Was? Du bist ein Scheißdetektiv. Was? Wieso denn nicht? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis. Aller Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie die Laufstange eines Brenners. Hä? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Sie sind doch ein Hochstapler. Wie bitte ich? Ich bin Meisterdetektiv. Der ist total inkompetent. Klärte sie die Sache auf. Okay, also. Ja, dieses Pokémon ist der Täter. Was? Raffel ist der Täter? Warum? Oh, sie hat recht, sein Mund ist ganz voll geschmiert. Es hat ganz klar Bären gefressen. Tatsächlich ist es völlig verklebt von Bärensaft. Also nicht steht da so, ich bin unschuldig, ich hatte nur Hunger. Entschuldigung. War. Was anderes habe ich von meiner Assistentin auch nicht erwartet. Gott, das erinnert mich gerade hart an Detektiv Conan, so er ist fucking Marie und ich bin fucking Conan. Perfekt. Eine Großlinse. Ach, ausgezeichnet, ich bin überglücklich. Nun denn, leb wohl. Ich weiß auch nicht warum, aber ich laufe ihm einfach mal hinterher. Yay, Dialog, der keinen Sinn macht. Das Raffel ist glücklich. Sind das hier Überreste, die ich aufsammeln kann? Nicht? Ich bin schockiert. Danke, dass du den Fall mit dem Bären gelöst hast. Ich habe Raffel ordentlich ausgeschimpft. Das ist dem Pokémon wahrscheinlich scheißegal. Was ist hier drin? Hi. Bei dem Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide über die Tafel kratzt, dreht sich mir der Magen um. Das klingt fast, als würde die Kreide schreien. Hier, nimm die TM, kannst du selbst solche Geräusche verursachen. Nice! Wollte ich schon immer. Ja, ein Kreideschrei. Wenn ein sowas mitten in der Nacht aus dem Schlafsaal stößt. Oh mein Gott, ich stelle mir das gerade vor, ne? Wenn du nachts, weißt du, wenn du so nachts wen wecken willst, stellst du dich echt einfach so mit einer Tafel und ein Stück Kreide neben dem, weißt du, dann einfach so. Oh,
Die Vorstellung ist uncool. Ich glaube, wir haben hier eine Pikachu-Überpopulation. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich... Oh mein Gott, Pika mich nicht an. Pika wen anders an. Lass mich in Ruhe. In meinem Team sind nur Pikachu. Mit ihnen hole ich den Titel des Champs. Echt? Na, da mal viel Glück, du wirst es brauchen. Tränen sind eine starke Waffe. Wenn sich jemand weinen sehe, werde ich sofort schwach und gebe nach. Wärst du in der Lage, eine solche Attacke einzusetzen? Natürlich! Tuchtränen. Täuscht Weinen vor, um die Spezialverteidigung des Ziels stark zu senken. Ich bin Rocker und meine Mucketär. Sie entflammt die Herzen taffer Kerle. Und zu Tränen rührt sie meine Perle. Doch eins ist mir echt zuwider, und zwar Trugtränen auf meine Lieder. Wow. Wow, wow, wow. Dim, 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 dim. Okay. Das heißt, das hier haben wir für dich. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was im Grunde genommen Endgame ist. Ich meine, das, was du jetzt quasi machen kannst, ist ja... Ich meine, klar, Dynamax-Raids kannst du machen. Die lustigerweise eigentlich sogar Fun, also die sind Fun mit mehreren Leuten. Alleine sind die ein bisschen meh, aber so mit mehreren Leuten sind die Fun. Ja, kannst du das auch machen. Du hast halt echt... Das Endgame in diesem Spiel ist ein bisschen wenig. Muss ich gestehen, ist definitiv ein bisschen weniger. Ja, du kannst den Kampfturm machen. In der Naturzone kannst du so oder so machen. Die 4er und 5er Dynamax Raids bekommst du, nachdem du Champion bist. Ach ja, siehst du, da war noch ein Turnier. Ist das einfach nur wieder Top 4 verprügeln, so wie vorher? Ich vermute mal, dass das einfach wieder Top 4 verprügeln ist. Let's see. Was ist dieses Turnier? Lust auf ein Turnier hast, können wir jederzeit eins veranstalten. Bisher hat sich möchtest du es mal ausprobieren? Und bevor ich mich hier auf irgendwas einlasse, muss ich eben speichern, damit ich im Worst-Case-Szenario, falls ich in irgendein Turnier gelockt bin, einfach rausquitten kann. Hast du schon einen Trainer im Sinn, den du zur Teilnahme am Turnier einladen möchtest? Oh, okay. Warum kann ich Mel nicht einladen? Ach, weil hier oben weiter steht. Da, wir brauchen Mel. Oh, das sind einfach nur einzelne Refights? Wait, what? Das sind die Teilnehmer. Random ass irgendwas. Gegen... Das ist doch bescheuert. Ja, siehst du, genau deshalb hab ich das gemacht. Die sind halt super random. What? Ich meine, das ist ja schon... Du siehst halt quasi, wie irgendein random Dude jetzt nicht fightet. Ich würde einfach gerne die Fights der anderen angucken. Oder zumindest die Möglichkeit haben, die anzugucken. Das wäre halt echt nice. Aber anscheinend hast du die Möglichkeit nicht. Uff. Interessant. Und sonst Endgame-technisch? War hier noch was? Nicht wirklich, wenn ich so nachdenke. Du kommst ja sonst nirgendwo hin. Es wundert mich halt, das weiß ich nicht. Du hast ja eine Riesenrad-Achterbahn und alles, aber irgendwie benutzen kannst du davon nichts. Kampfturm, Bahnhof und Hotel. Ha.
Ich meine, klar, du kannst dich jetzt hinsetzen und die ganzen Pokémon farmen. Besonders ich habe. Also, ich habe jetzt nicht zu viel gemacht, ja, aber ich meine, was sagt mein Pokédex? Gesehen 327. Das heißt, mir fehlen nur von der Optik her 80 Pokémon. Sind es 400 genau oder was weniger? Let's see. Gala-Index. Der Gala-Index beinhaltet. Hallo? Cool. Zeigt mir nicht den Galadex. Also so einige Webseiten, ne, was Pokémon Sword und Shield angeht, sind merkwürdig. Oh, weißt du warum? Weil es nicht Gala-Index heißt. Willkommen in der Pokémon-Welt. Es hat einfach nur Galadex. Ja, es ist einfach nur ein Galadex. Galadex hat Dip, genau 400. Okay. Das ist halt, ne? Ich meine, das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Das ist halt definitiv ein bisschen gefarmer in der Naturzone. Und ich glaube an sich, wenn man das Prinzip oder die Idee der Naturzone nicht mag, ist das Spiel nichts für einen. Weil es ist so Levelort, Farmort, alles dreht sich später um die Naturzone. Ein Pokéjob, oh mein Gott. Ich habe gestern vergessen, meine Käfer-Pokémon aus dem Ding rauszuholen. Die haben jetzt locker einen Tag Überstunden geschoben. Oh oh. Pokéjobs. Achso, ich habe noch mehr Aufträge. Es gibt neue Jobs. Ich weiß halt nicht genau, was die Jobs bringen. Ich weiß, das hier ist, ne, ich meine, klar, siehst halt, das ist quasi EV-Wert-Training. Aber was die hier machen, I don't know. I have no fucking idea. Wir suchen nach gefährlich aussehenden Drachen-Pokémon, die Langwehr beim ersten Anblick abschrecken. Ach so, das ist quasi EP-Ausbeute, ja? Okay, das ist quasi einfach nur zum passiven Leveln. Okay. Das ist interessant. Ich wüsste gerade nicht, was ich euch noch zeigen sollte, wenn ich ganz ehrlich bin. War halt jetzt eine Stunde und ein paar Gequetsche. Das ist halt jetzt. Und irgendwie ist jetzt nichts mehr über. War einfach nur gestern dieser dämliche Cockbrock von Hobbs. Der Wahnsinn. Ich meine, das Einzige, was halt definitiv jetzt nice ist, ist, das haben wir gestern rausgefunden, Pokémon züchten mit EVs und überhaupt ist jetzt um einiges angenehmer als vorher, weil du einfach Möglichkeiten hast, die nicht daraus bestehen, lol, geh züchten oder get fucked. Ich meine, um an gescheite DVs zu kommen, musst du immer noch züchten, klar. Aber da hilft dir das Spiel so ein bisschen, weil du kannst aus den Diner Raids einfach mal so 5 Sterne Dittos rausholen, die fucking ridiculous gut sind. Also wir haben gestern durch Zufall einen 5 Sterne Ditto mit nahezu perfekten Werten. Irgendein Wert war nicht perfekt, aber der Rest war perfekt. Ich glaube, es war Spezialverteidigung, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber sonst. Ich glaube, es ist. Wenn man dieses Pokémon als Reboot verkauft hätte, hätte es. Also so als.
Aber das kannst du schlecht als Reboot verkaufen. Du willst gewinnen? Ja, komm, tritt gegen mich an. Ja, lauf weg. Ja, wenn ich es überlege, ist es wirklich viel, viel, viel das hier. Deswegen ist die Zone auch so groß. Was halt ein bisschen weird ist, weil die Zone ist meiner Meinung nach das Gebiet, was am meisten Probleme hat. Erstens mal Framerate-technisch. Zweitens mal Online-technisch. Ich meine, gerade geht's, ne? Ich meine, du kannst hier drüben herlaufen. Du merkst, man merkt halt, wenn man spielt, die Framerate tankt ein bisschen. Aber es ist nicht zu schlimm. Es fällt in erträgliche Gefilde. Es wird halt nur blöd, wenn man anfängt, online anzumachen. Weil online ist das Ding der absolute Pain in the ass. Warum? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass jedes Mal, wenn du läufst, aktualisiert er deine Position und alle Positionen von Spielern um dich rum und hast er nicht gesehen. Das ist die einzige, für mich logische Erklärung, warum offline ohne Probleme funktioniert und online nicht. Und eigentlich will ich darüber in der Hoffnung, dass es da drüben regnet, bewölkt ist oder hell. Was war das? Strahlender Sonnenschein ist? Und ich hätte mich gern ein Lavi oder ein Despotar. Habe ich schon mal ein Lavital oder ein Despotar gesehen? Nee, ne? Mann, lass mich eben gucken. Das ist das falsche Ding. Pokédex. Ich weiß, dass Lavitar und Despotar immer ganz weit hinten sind. Ja. Scheint nicht so. Welche Nummer ist es? Gut, dass ich neben mir ja den vollen Dex auf habe. Lavitar ist... Wo ist es? Lavitar? STRGF. Ja. Des 383. Habe ich noch nicht gesehen. Interessant. Uncool. Ja, das ist das, was mir hier fehlt. Was fehlt mir hier? Miniras. Ja, das ist halt so ein Ding, was ein bisschen nervig sein könnte, das hier zu vervollständigen. Weil... Man achtet darauf, das hier ist das Habitat von Rotom. Aber das eigentliche Problem ist das da links oben. Das da links oben ist nämlich Wetter. Und man ist basically teilweise darauf angewiesen, dass einfach in bestimmten Zonen bestimmtes Wetter ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier seit 12 Stunden... Seit 12 Stunden? Ah, nicht ganz seit 12 Stunden, aber hier ist die ganze Zeit schon sonnig und hier laufen 10.000 Bit-Dinger und... Richtig, das ist so das, was du hier siehst, was hier rumläuft. Angeblich sollen hier auch Lavitas rumlaufen, aber ich habe bisher noch nicht ein einziges gesehen. Also das ist definitiv was, wo ich der Meinung bin, es könnte ein bisschen sehr hart werden, ohne externe Tools den Pokédex zu vervollständigen, weil... Uff. Warum sage ich das so speziell? Weil ich mir definitiv vorstellen kann, dass viele Leute sagen, hey, ich will mir nicht auf Internetseiten angucken, wo ich Kram finde, ich will das selber entdecken. Wenn das so ein Dark Souls ist, warum soll das nicht so ein Pokémon sein? Das Einzige, was ich gerade eigentlich gerne mal machen würde, ist mich hier ein bisschen umgucken. Okay. Dann speichern wir mal eben. Und gucken uns was an. Und zwar...
Will ich einfach mal vergleichen? Wo ist es? Hier ist es. Ja. Wie das denn aussieht? Grafiktechnisch. Weil angeblich soll das ja, ach, so ein großes Downgrade von Let's Go sein und ne, voll die N64-Grafik haben. Das Problem ist einfach, ich habe die Let's Go-Grafik überhaupt nicht mehr im Kopf. Aber dafür hat man ja das Spiel hier liegen. So dass man es einfach mal nachgucken kann. So. Ach so, ja, das war ja mit dem Joy-Con. Mein Gott. Okay. Schauen wir uns das doch mal einfach mal im Vergleich an. Weil ich weiß, dass das Spiel nicht schlecht aussah. Aber ich weiß nicht, ob es besser aussah als Sword and Shield, bin ich ganz ehrlich. Ja, mein Gott. Weiß ich doch. Ever? Let's see. Weiter. Gut, hier habe ich nur 36 Stunden drin. Das Game ist auf jeden Fall kürzer gewesen. Okay, alleine von der Optik her. Ich muss Leuchten definitiv recht geben. Dieses Spiel sieht im Allgemeinen erwachsener aus und besser als Sword and Shield. Sword and Shield sieht halt definitiv aus wie eine pimped-up wie eine pimped-up 3DS-Version im Gegensatz zu dem hier. Ich will nicht gegen dich fighten, geh weg. Fuck you. Ich weiß nicht mal, wie man das Spiel spielt. Ha, aber interessant. Das ist interessant. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht diesen selben Stil wieder gewählt haben. Oder haben die das outsourced? Lass mich mal eben auf dem Ding hier gucken. Das wäre interessant, ob die das outsourced haben oder nicht. Du findest optisch Schild und Schwert schöner? Ich rede von einem rein technischen Standpunkt. Nee, ist auch Game Freak. Creatures Inc. Also von einem technischen Standpunkt her sieht Pokémon Let's Go besser aus. Weil alleine Let's Go schon Anti-Lasing hat im Gegensatz zu Shield. Ach, jetzt. Nimmst du bitte den Controller jetzt? Danke. Ich liebe das, wenn du einen Joy-Con rausnimmst und der dann irgendwie so. Hey, möchtest du jetzt mit diesem Joy-Con spielen? Den du gerade wieder rangemacht hast? Also es ist halt. Ich glaube, das, was Pokémon Shield so ein bisschen tötet, ist einfach die diese teilweise unnötigen Kamerafahrten. Ja, also Pokémon Let's Go hat definitiv ein bisschen mehr Anti-Lasing. Ich meine, gut, ne, das mit dem Gebiet hier zu vergleichen ist ein bisschen unfair, weil das hier ist das. Ich glaube, das hier sollte ein großer Part werden des ganzen Spiels, aber irgendwie ist das nicht ganz so 100% flüssig irgendwie. Dynamax finde ich ein bisschen unnötig, ist aber ein ganz funny Online-Feature. Besonders weil, wenn man es nicht mit einer fixen Gruppe macht, obwohl selbst mit einer fixen Gruppe ist es fucking hilarious. Was halt super lustig ist. Also ich kann mir vorstellen, so online, Koop, PvE-Content wäre relativ lustig für Pokémon.
Ja, ich meine, wer Endgame mag, basically das hier ist Endgame. Wenn wir ganz ehrlich sind. Ist quasi umherfahren, nach Raids gucken. Deine Max Raids mitnehmen, ab und zu mal gucken, ob den Pokémon rumschwimmt. Ich habe gehört, Gott und die Welt ist immer noch auf der Suche nach Barschwa. Was meiner Meinung nach, wenn hier drin ist. Ganz ehrlich, ich glaube, das, was das Spiel so ein bisschen killt, ist dieser Spiegeleffekt. Und ich weiß nicht, was es technisch ist, was dieses ganze Ding ja so ein bisschen chaotisch macht. Also ich bin mir ziemlich sicher, es hat irgendwas mit dem Online-Ding zu tun, weil ihr merkt ja gerade, es ist halbwegs, ne? Ich kann ja so durch die Gegend fahren und es laggt nicht zu sehr. Aber ich bin halt auch gerade offline. Alleine dieser Wechsel gerade in das Wetter von dem Gebiet da, da merkt man es halt extrem. Ja, das habe ich alles. Ich meine, wir können ja mal vergleichen, ja? Das ist so ungefähr, ne? Ich meine, sieht alles ganz gut und flüssig aus, aber let me show you how to destroy your framerate. Online-Verbindung. Die Jahrhunderte dauert. Ich meine, ja, es ist Nintendo und die sind ungefähr, ne? Da ist Internet auch noch Neuland, aber ich bin auch der Meinung, dass wenn du online gehst, hast du mehr Effekte. Wait a second. Wait a goddamn second. Gibt's diesen Nebeleffekt, wenn du offline bist? Diesen hier? Warte. Ja, und dann merkst du halt die Slowdowns, weil die ganze Zeit abfragen, sind hier Leute. Okay, und hier ist Schnee. Oh Gott, selbst wenn du zu Fuß läufst, man sieht halt wie, also ich finde, also, ne, ich weiß, es gibt Leute, die sind empfindlicher zu FPS und es gibt Leute, die sind es nicht, aber das hier sind Slowdowns, die, finde ich, sieht man. Und ich sehe die und für mich ist alles ab 40 Frames flüssig. Und sieht aus wie 60. Let's see, wenn ich jetzt wieder offline gehe. Dude, ich schwöre. Der Nebel ist zwar da offline. Aber ganz ehrlich, es ist weniger. Oder bilde ich mir das ein? Nee, er ist immer noch hier. Aber du merkst ihn nicht so extrem, weil es einfach mal flüssig läuft. Hm. Ja, das ist halt, die müssen. Please, Nintendo, fix online. Wobei, ich glaube, da kann man lange drauf warten. Ich glaube, da wartet jeder Smash-Player seit Release drauf. Und Smash wird. Ist Smash schon ein Jahr alt oder wird Smash bald ein Jahr alt? War es Dezember letzten Jahres? Ich glaube, es war Dezember 2018. Glaube ich zumindest. Ich könnte es einfach nachgucken und googeln, aber das wäre zu einfach. Oh ja, das ist Pokémon Schwert und Schild. Wenn ihr auf die Idee kommen solltet, euch das Spiel zu kaufen, kauft euch nicht Schild. Außer ihr braucht unbedingt einen Galaponeta und selbst dann würde ich es einfach übertauschen. Also ich würde mich aufopfern und literally jedem, der mich anschreibt und sagt, hey, ich hätte gern einen Galaponeta schicken. Weil, ne. Ich habe nicht das Gefühl, dass Galaponeta als Pokémon an sich viel wert ist.
Ich glaube eher, es ist so eine nette Idee. Weil es ist squishy as fuck. Braucht viel zu viel Arbeit. Wow, und es leckt jetzt, obwohl ich offline bin. Ich will dein Watt nicht. Weird. Aber ja. Das ist mein Eindruck nach 54 Stunden Pokémon. Herrlich.